Als Anthony Modeste erfährt, worum es im Interview geht, schickt er Sport1 sofort eine Nachricht mit den Worten: "Kein Problem, über Axel rede ich gerne, er ist ein geiler Typ." Gemeint ist Axel Witzel, die neue Mittelfeldhoffnung von Borussia Dortmund. In der vergangenen Woche kam der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler nach erfolgreichen Verhandlungen im Trainingslager der Schwarz-Gelben in der Schweiz an. Bei seinem neuen Verein erhielt er einen Vertrag bis 2022. Nach seinem Debüt im Testspiel gegen Lazio Rom am Sonntag stand für Witzel am Montagvormittag die Leistungsdiagnostik an, im Pokalspiel bei Greuther Fürth, Mo, ab 20.15 Uhr im Live-Ticker, könnte der Belgier dann sein Pflichtspieldebüt für den BVB feiern. twitter.com/bvb-status/1028927988119852000 Ein kleiner Traum ist für Witzel mit dem Engagement beim BVB bereits in Erfüllung gegangen. Nach der starken WM in Russland wollte Witzel unbedingt aus der chinesischen Super League nach Europa zurückkehren. Anzeige: Jetzt das neue BVB-Trikot von Axel Witzel kaufen. Hier geht es zum Shopper. China spielte Witzel in der vergangenen Saison bei Tianjin Quanjin, zusammen mit Modeste, dem früheren Stürmer der TSG Hoffenheim und des 1. FC Köln. Modeste schwärmt von Witzel: "Sein Wechsel ist für mich keine Überraschung. Ich habe ein Jahr lang mit ihm zusammengespielt und habe in diesem Jahr gesehen, dass er alles kann", sagt Modeste im Gespräch mit Sport1 und hat eine besondere Stärke ausgemacht: "Er hat eine große Ausdauer und kann stundenlang laufen. Ich habe davor noch nie mit einem vergleichbaren Spieler auf dem Platz gestanden. Für mich ist er einer der besten Mittelfeldspieler, mit denen ich bisher spielen durfte. Die 20 Millionen Euro Ablöse für Witzel seien daher nicht viel Geld." Modeste bezeichnet den Belgier als ein Geschenk für Dortmund. Zweifel, dass der BVB der richtige Club für Witzel ist und daran, dass dieser sich in Dortmund durchsetzen wird, hat Modeste nicht. "Axel ist in der Bundesliga genau richtig. Axel ist in Dortmund und in der Bundesliga genau richtig. Es ist immer noch eine Top-Liga. Es gab ja auch Interesse von anderen Vereinen", meint Modeste. "Ich vertraue da auf Axel. Er wird in Dortmund sehr gut spielen und wird sich prima einleben. Schließlich gäbe es in Dortmund viele tolle Spieler, und Witzel werde es genießen, vor 80.000 Zuschauern spielen zu dürfen und die Aufmerksamkeit von so vielen Menschen zu bekommen." Auch Modeste spielte von 2013 bis 2017 in der Bundesliga. Erst 2 Jahre bei Hoffenheim, dann in Köln. Bei den Geißböcken hatte er seine erfolgreichste Zeit, erzielte in 68 Spielen 40 Tore. Noch immer bezeichnet der Franzose die Bundesliga als eine der besten Ligen der Welt. Er habe die ganze Zeit über die Bundesliga verfolgt und viele Spiele gesehen. "Auch deshalb habe er Witzel gesagt, dass er mir vertrauen und bitte in die Bundesliga wechseln soll." Favre als Plus für Witzel beim BVB, und welche Rolle spielte Lucien Favre, der neue Coach der Westfalen? Jede Mannschaft von Lucien Favre hat starke Spieler hervorgebracht. "Er ist ein richtig guter Trainer", schwärmt Modeste und prophezeit, beide passen absolut zu Dortmund. Er wird Axel den richtigen Raum geben, um erfolgreich zu sein. Daher sieht Modeste den BVB in der neuen Saison auch wieder als ernsthaften Konkurrenten des FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft. "Ich könnte mir vorstellen, dass sie in der neuen Saison wieder ganz oben landen. Nicht hinter Bayern München, sondern davor", orakelt Modeste und unterstreicht: "Mit Witzel kann der BVB alles schaffen", lesen Sie auch. Witzels kurioser Karriereweg: Ancelotti wollte Witzel bei Bayern.